einer der besten Fitnessrezepte. So geil. Richtig, richtig lecker. Servus meine lieben Sportsfreunde und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist wie immer Marcel Reiter und heute gibt es mal wieder ein richtig geiles Gratis-Rezept für Fitness, für den Muskelaufbau. Wir machen heute eine richtig geile Chicken Curry Pfanne bzw. einfach ja ein richtig geiles Chicken Curry, dazu ein bisschen Reis. Dieses Rezept ist meiner Meinung nach einer der besten Fitnessrezepte, wenn nicht das beste Fitnessrezept, weil wir haben wirklich alles drin, was wir brauchen. Wir haben komplexe Kohlenhydrate durch den Reis, wir haben ja verschiedene Mineralstoffe, verschiedene Vitamine durch das ganze Gemüse, was wir mit reinmischen. Wir haben hochwertiges Eiweiß durch das Hühnerfilet und dann haben wir noch gesunde Fette durch die Kokosmilch und durch Nüsse. Also wir haben wirklich alles drin, was der Körper braucht. Dieses Rezept ist so, so geil und so lecker. Und dann würde ich sagen, reden wir nicht lang drum, sondern starten jetzt gleich mit dem Rezept. Natürlich könnt ihr das Rezept ein bisschen abwandeln und ein bisschen selber kreativ sein. Also wenn ihr jetzt nicht alle Zutaten da habt, zum Beispiel nicht jede Gemüsesorte da habt oder euch irgendein Gewürz fehlt, dann seid einfach selber ein bisschen kreativ, mischt selber ein paar Sachen mit rein, tut das rein, was euch schmeckt. Wenn euch zum Beispiel kein Brokkoli schmeckt, dann gebt keinen Brokkoli mit rein. Also ihr könnt, wie gesagt, das Rezept nach euch ein bisschen abwandeln. Ihr könnt auch ein vegetarisches bzw. veganes Rezept draus machen, wenn ihr statt Hühnerfilet Tofu verwendet. Also da bleiben euch wirklich keine Grenzen gesetzt und da könnt ihr euch wirklich kreativ ausleben. So, jetzt starten wir gleich mit der Zutatenliste. Wir brauchen hier einmal Hühnerfilet. Hier habe ich jetzt einfach ein Hühnerfilet genommen. Das sind im Durchschnitt immer so 120 Gramm. Dann dazu gibt es als Gemüse, ich habe hier einmal Champignons, ein bisschen Zucchini, eine halbe Zwiebel, ein bisschen Jungzwiebel, ein bisschen Karotte, ein bisschen Brokkoli und ein bisschen Kräuter für das Topping. Also das habe ich jetzt alles so drin. Ihr könnt natürlich auch Paprika und so weiter dazu mischen, was euch alles so schmeckt. Gemüse könnt ihr so viel wie möglich reinhauen, weil Gemüse ist gesund und Gemüse kann man nicht so viel essen. Also Gemüse könnt ihr so viel reinhauen, wie ihr wollt. Dazu gibt es natürlich zum Aufgießen ein bisschen Kokosmilch. Ich werde hier 100 Milliliter verwenden für dieses Rezept. Dazu natürlich, um das Ganze ein bisschen schmackhaft zu machen, ein paar Gewürze, ein bisschen Currypaste, falls ihr zu Hause habt, dann ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer, dann noch ein bisschen Paprika und ein bisschen Currypulver. Und das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Also wie ihr seht, nicht viel. Als Topping könnt ihr noch ein bisschen Cashewnüsse oder Erdnüsse verwenden. Und dann war es das eigentlich schon mit den Zutaten. Und eine Zutat natürlich, das ist der gute alte Reis und den haben wir hier schon aufgestellt. Das erste, was ihr macht, ist, dass ihr den Reis aufstellt. Hier habe ich 150 Gramm Reis, die doppelte Menge an Wasser und dann kocht ihr den einfach auf, dass der schon mal vorkocht. Der braucht so circa 20 Minuten und dann können wir hier anfangen, das Gemüse zu schnippeln. So, wie gesagt, der Brokkoli ist schon geschnippelt, da brauche ich nicht mehr viel tun. Ich werde jetzt hier starten mit der Zucchini, einmal in die Hälfte und dann einfach mal aufschneiden. Dann die Champignons, je nach Größe könnt ihr die ganz lassen oder einfach halbieren oder auch vierteln, wenn ihr große Champignons habt. So, das nächste ist die Karotte, die schneide ich einfach in Scheiben. Dann den Jungzwiebel noch in Scheiben schneiden. So, das war's schon mit dem Gemüseschnippeln. Viel mehr brauche ich da nicht machen. Das nächste, was ich jetzt noch schnippel, ist das Hühnerfilet. Hier einfach auch Würfel schneiden bzw. Scheiben schneiden, so wie ihr es am besten haben wollt, am besten mundgerechte Stücke. So, und das könnt ihr natürlich auch schon ein bisschen salzen und ein bisschen pfeffern. So, den nächsten Schritt, den wir machen, ist jetzt hier die Kokosmilch reinzugeben. So, hier haben wir jetzt die Kokosmilch reingegeben. Dazu gebe ich jetzt einfach ein bisschen Curry, je nach Gefühl. Ich würde jetzt einfach mal sagen, so ein Teelöffel Curry. Ihr könnt natürlich nach eurem Belieben nachwürzen oder weniger würzen oder auch andere Gewürze mit einbauen, wenn ihr Bock drauf habt, also einfach Kurkuma zum Beispiel. Das habe ich jetzt leider alles nicht da. Hier würde ich auch Paprika ein bisschen reingeben, auch so ein Teelöffel. Dann ein bisschen was von dieser Currypaste, das passt auch immer ganz gut rein. Dann natürlich ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. So,
So, und dann ist unsere Currypaste schon fertig, beziehungsweise unsere Kokosmilch. So, wir sind jetzt hier an der Pfanne angelangt. Die erhitzen wir jetzt schön langsam. Der Reis ist schon fertig. Hier geben wir jetzt einen Schuss Öl rein. So, und das erste, was wir jetzt reingeben, ist das Hühnerfilet. Das braten wir schon mal scharf an. So, und nach circa 2 bis 3 Minuten könnt ihr jetzt das ganze Gemüse dazugeben. Alles rein, was ihr da habt. Das wird eine richtig geile Currypfanne, glaubt mir das. So, jetzt könnt ihr noch ein bisschen Gemüsebrühe rübergeben, das schmeckt auch sehr gut. Falls ihr eine zu Hause habt, falls nicht, könnt ihr die natürlich auch weglassen. So, und wenn das schon ein bisschen dann angebraten ist, dann können wir jetzt die ganze Kokosmilch noch dazugeben. Einfach alles, was wir drin haben, im Mixer rein damit. So, und wenn das jetzt so aufgegossen wurde, dann können wir das jetzt ein bisschen köcheln lassen, dass die ganze Soße einfach ein bisschen eindickt, damit das Fleisch schön durch ist. Ihr könnt jetzt auch den Deckel drauf geben, das werde ich auch machen. So, und dann lassen wir das jetzt noch so circa 5 bis 10 Minuten köcheln und dann ist das Gericht fertig. Natürlich könnt ihr auch noch ein bisschen Chili und so weiter dazugeben, wenn ihr es eher schärfer mögt. Aber ich finde es jetzt so perfekt. Jetzt richten wir das Ganze an. Für das Ganze würde ich euch einen tiefen bzw. einen großen Teller empfehlen. Dann geben wir zuerst mal den Reis in die Mitte rein. Und jetzt geben wir außenrum das ganze Curry. Richtig geil. So, so sieht das Ganze jetzt mal aus. Jetzt kommen noch die Frühlingszwiebeln von vorhin, die was wir uns aufbehalten haben drüber, die grünen Frühlingszwiebeln. Jetzt könnt ihr noch ein bisschen Koriander drüber tun. Und natürlich noch ein bisschen Chili für die Schafen unter euch. Natürlich nicht zu viel, wir wollen, dass sie auch noch essen können. So, wie gesagt, meine lieben Sportsfreunde, das Essen ist jetzt angerichtet. Jetzt gibt es nur noch den One and Only Geschmackstest. Hier ein bisschen von allem, ein bisschen ja, Gemüse, ein bisschen Brokkoli, ein bisschen Hühnerfilet und ein bisschen Reis. Mahlzeit, meine Freunde. So geil. Richtig, richtig lecker. Also das, meine lieben Sportsfreunde, ist meiner Meinung nach das beste Fitnessgericht, was es gibt. Es schmeckt sehr, sehr geil. Es hat nur geile Zutaten. Es ist sehr, sehr gesund. Und ich brauche da nicht mehr viel dazu sagen. Ihr könnt das Ganze, wie gesagt, abwandeln. Es ist ein bisschen flexibel. Macht dieses Rezept nach. Schmeckt richtig, richtig geil. Es geht auch ganz einfach. Kostet auch nicht viel Geld. Für die Faulen unter euch könnt ihr auch natürlich einen Gemüsefertigmischung kaufen aus dem Supermarkt. Das war's mit dem Rezept. Falls ihr weiter so Rezeptvideos haben wollt, schreibt es mir natürlich in die Kommentare. Falls ihr sonst irgendwelche Wünsche habt, schreibt diese mir auch natürlich in die Kommentare. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniert diesen Kanal jetzt auf Gönnemin-Basis. Ich ziehe mir das Ganze jetzt hier rein und würde sagen, Mahlzeit. Wir sehen uns bei dem nächsten Video, meine lieben Sportsfreunde. Bis dann, euer Gönnemin.